Denk nur mal an die Kinder. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Ja, Freunde, nice wieder da zu sein. Ich hoffe, euch hat die Werbung großartig gefallen, so wie mir auch. Ich habe sie genutzt, indem ich meinen Timer entsperrt habe und ihn jetzt starte und wieder sperre. Wir sind nach wie vor auf der Jagd nach den letzten Sammelkarten. Wir werden jetzt mal langsam auf Geheimnis- und Shoppingtour gehen. Wir könnten theoretisch gesehen, die Passwörter müssen wir noch kaufen. Aber rein theoretisch gesehen wären wir jetzt mit dem Gelöte hier schon fast durch. Also wir müssen nämlich die Sammelkarten am Ende nicht alle zusammen sammeln. Das ist Professor McGonagall und Albus Dumbledore letztendlich dann doch irgendwie egal. Wir könnten, wenn wir wollten, das machen wir aber nicht, könnten wir jetzt schon mal zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern gehen, die hier Karten verkaufen. Das ist nämlich auch recht wichtig. Die haben nämlich dann entsprechend viele für uns. Ach, Peeves, guck mal an. Kommst doch nochmal vor. Ich dachte, wir hätten dich zum letzten Mal gesehen, Peeves. Dachte ich auch. Die Rüstung sieht glutrot aus. Hui, eklige Kinder. Wollen wir spielen? Da müssen wir Glaziosen wahrscheinlich, die Rüstung. Fangt! Rictus Emperor! Ja. Vorsichtig! Rictus Emperor! Mann, oh Mann, ist das ein actiongeladener Kampf? Schauen Sie, wie spannend. Oh, was nun? Oh, Klopperpotter. Klopperpotter, scheiße. Haben wir gerade völlig rausgehauen aus meinem Peeves-Diss. Er wirft mit Fackeln. Ha, der hat genug. Wer wirft mit Fackeln? Danke, das hat sogar Spaß gemacht. Natürlich. Glaubt ihr nicht, dass wir es zu weit getrieben haben, so wie er weint? Keine Angst, der fällt uns schon bald wieder auf die Nerven. Kesselkuchen, danke. Sehr, sehr nett. Tolles Spiel, tolles Spiel. Das finde ich übrigens so assi, dass diese Türen, die gehen das ganze Spiel lang nicht auf. Das regt mich fast mehr als alles andere auf, wenn man durch Türen nicht durchlaufen kann, darf, soll. Wir haben hier noch zwei Geheimnisse eigentlich zu entdecken. Die Frage ist, machen wir das jetzt unmittelbar? Oder lasse ich mir dann noch einen Moment Zeit? Wir können jetzt, wir machen es einfach, wir machen den simpelsten Weg. Wir machen den klassischsten aller klassischen Wege. Wir kaufen jetzt im 7. Stock bei Fred und George Passwörter und klappern dann auch die einzelnen Stockwerke ab und können dann nämlich die komplettieren. Ich habe es geschafft. Ich habe meine Kartensammlung vollständig. Ich bekam die letzte für meine 5 Flüge auf Seidenschnabel. Hey Harry, hier drüben. Ja, ich weiß, du willst mir Bullshit andrehen. Wenn wir hinter gehen Sie weg! Wenn wir hinter ich kaufe keine Heftsachen mehr. Fred und George im Laden das Passwort. Wir müssen bestimmt bei Fred und George. Oh im Laden Gott! Bitte hör auf was zu reden. Diesem Porträt steckt. Du gehst mir so auf den Sackels. Ja. Danke. Das war sehr unbefriedigend. Da dürfte so ein Skelettschädel dahinter sein. Nee. Da kann man rein. Guck mal. Wüsste ich noch gar nicht. Mann, der hat aber auch gerade irgendwie eine recht seltsame Phase. Also macht jetzt nicht mehr so ganz die Zauber, wie er das eigentlich soll. Ich dachte, das hier wäre ein Einzelfall gewesen, aber das war wohl die Vorstufe von einer wahrhaften Hexenkraftverschwörung. Das ist ein... Warum denn Nikolaus? Warum, oder der Weihnachtsmann, warum hängt der bei uns im Zimmer? Finde ich nicht so angenehm. Und das hier sieht aus wie Ollivander. Und das hatten wir schon mal geklärt. Hier. Fregori und Gregori. Hi Fred. Hi George. Na, jetzt mal. Dann beginnen wir hier das alles mal aufzukaufen. Und zwar beginnen wir... George, willst du das hier wirklich verkaufen? Mit eben dem ersten Porträtpasswort. Ja, ich nehme es. Ja, ich nehme es. Das ist korrekt. Dieses Passwort wurde noch nie getestet. Du siehst aber wie jemand aus, der kein Risiko scheut, Harry.
Das mag stimmen. Okay, geht in Ordnung. Das Problem ist natürlich, die werden auch immer wieder ein bisschen teurer. Es gibt 8 Stück. Ich hab dieses Passwort bekommen. Weiß aber nicht, was hinter dem Porträt ist. Ihr seht auch, die respawnen hier die ganze Zeit. Wir werden vielleicht nachher in Laden hier selber noch Kesselkuchen kaufen müssen für Bohnen. Weil. Das ist mir ein Rätsel. Ist aber garantiert doppelt so viel wert. Sicher. Ja, genau, 30 Kesselkuchen. Was sagst deine Mom denn dazu, wenn du Diabetes hast? Ist aber garantiert doppelt so viel wert. Ah, Mama, mir geht's so schlecht. Ich hab schon wieder zu viele Passwörter verkauft. Willst du das hier wirklich verkaufen? Lass dir doch mal was anderes einfallen. Okay, geht in Ordnung. So, jetzt dürfte eigentlich das dann nicht mehr respawnen. Wir sollten das hier eigentlich nicht verkaufen. Bringt dich in einen geheimen Bereich. Scheiße. Leise. Gut an, ich kaufe es. So, jetzt darf das letzte natürlich nicht mehr allzu viel kosten. Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Natürlich habe ich dafür genug. Wie soll denn das funktionieren? Wie viel habe ich denn jetzt? 10? Ah. Uncool. Die sind wirklich sehr gefragt. Du solltest es kaufen, solange wir es noch haben. So, weil ich jetzt einfach faul bin. Ein Kesselkuchen? Ach. Nein, danke. Vielleicht später. Sehe ich so dumm aus? Hallo? Ein Kesselkuchen für 50 Bohnen? Was ist denn das für eine Tauschbörse? Fortuna Mario. So, habe ich dafür jetzt schon mein Passwort? Ja, habe ich. Sehr gut, dann gehen wir jetzt. Sind wir das erste Mal in einem eigentlich geschlossenen, abgeschlossenen geheimen Raum. Einer, den wir übrigens als Harry wohl alleine doch nicht machen müssen. Vergessen Sie alles, was ich sagte. Wir müssen schon wieder gegen die Kaugummi-Industrie antreten. Und mir juckt die Nase. So. Die haben wir alle vom Himmel geholt. Das gefällt mir gut. Ja. Sonst noch irgendwas zum Bezaubern hier? Ich fürchte nein. Dann hüpfen wir mal hier hoch. Mhm. Sie sind auch meistens von der Struktur her ein bisschen interessanter, diese Räumlichkeiten. Können die Schokofrösche ruhig mal alle drei nehmen. Wir haben jetzt echt nicht so viel Leben verloren. An sich nichts. Deswegen, warum damit geizen? Ja, und seht ihr mal, hätte ich jetzt eben für 50 Bohnen einen Kesselkuchen gekauft, ich hätte mich mehr als über alles andere auf der Welt aufgeregt. Ach, jetzt kommen auch noch Bücher oder was? Das passiert, wenn ihr Kaugummis in eure Bücher schmiert. Die werden sauer und stehen auf und wollen euch angreifen, indem sie die Kaugummis auf euch zurückspucken. Merkt euch meine Worte, das ist gefährlich. So, diese zwei Nebenräume sind halt irrelevant für uns. Boah, Junge, 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 eine Flut aus Gegenständen. Das ist eine blaue Karte und einem Hauself drauf, meine ich. Schauen wir mal rein. Ja, nee, Imp. Nur in Britannien und Irland beheimatet, liebt der Imp Slapstick und hat seine Freude daran, unvorsichtige Menschen zu schubsen und stolpern zu lassen. Der sollte eigentlich bei uns arbeiten. Wir würden uns gut verstehen. Gehen wir mal aus der Tür. Und das ist im Wesentlichen jetzt das, was wir die letzten drei, vier Parts machen werden. Also es wird wahrscheinlich doch die ganze Woche in Anspruch nehmen. Hab ich mich vielleicht ein bisschen verschätzt. Hi Fred. Hi George. Ja. Dieses Passwort bringt dich zu einem tollen Geheimnis. Streng geheim, weißt du? Streng geheim, weißt du? Kaufen. Okay, meins. Das ist nämlich nur einen Kesselkuchen. Oder? Ja, einen. Das ist halt echt nichts. Wie sieht's denn hier eigentlich mit Geheimnissen aus? 3 von 4, das spricht entweder für das Stockwerk. Es könnte das Stockwerk sein, es könnte aber auch was anderes damit gemeint sein. Das ist leider nie so ganz klar.
Das sehen wir dann gleich, wenn wir hier ein bisschen rumtouren. Fortuna Major. Fortuna Major. Das wäre der Licht. Depulso. Der liegt schon tot am Boden. Aber ich kann ihn nochmal bezaubern. Depulso. Dann steht er dann ja wieder auf. So, der ist ausnahmsweise mal nicht bezauberbar. Da will ich jetzt nicht nochmal rein. Vielen Dank. 3 von 4. Das heißt, es geht einfach, es geht Treppenhaus intern um Geheimnisse. Okay. Das ist soweit auch in Ordnung. Ja, diese ganzen Dinger mal probieren, ob man die anzaubern kann. Meistens ist die Antwort darauf nein. Und das ist auch in Ordnung. Trense. Trense. Du bist mir meine Trense, du. Und hier haben sie mich allein gelassen. Nee, Harry, wir gehen nicht mit. Du machst das. Hast die ersten beiden Teile ja auch gekonnt. Nun. Depulso. Stellen wir hier mal ein Alohomora-Feld frei. Elasto. Oh. Damit hatte ich nicht gerechnet. Depulso. Eine ganze Menge Pastetchen. Mit Kürbis vermischt. Depulso. Köstlich. Und dann dort hinüber. Den können wir auch schon mal anzaubern. Sparen wir ein bisschen Zeit. Hätte ich den da vielleicht noch. Naja, wir werden es später hoffentlich noch erfahren. Ansonsten muss ich das nochmal alles abgehen hier einmal. Würde ich nicht ausschließen. Da! Denkst du denn, ich finde dich nicht? Ja. Sagte er und zauberte den Boden an. Alter. Oh, das wird aber ein Schlachtfest. Depulsohn. Und nochmal Depulsohn. Oh, den kann ich nicht so, Depulsohn. Boah, er wird aber auch wirklich zugeschüttet mit dem ganzen Mumpitz. Ich hab's doch, bin es doch gerade erst erfolgreich losgeworden. Muss man sich auch mal überlegen, welcher Irre ist denn so auf seine Süßigkeiten fixiert, dass er tatsächlich die mit Passwörtern versehen in so einem extra Raum versteckt, damit da ja keiner irgendwie dran geht. Oh, Bücher. Nein! Oh, ich bin auf... Ich bin in Scheiße getreten. Alle weg! Gehen Sie in den Urlaub! Machen Sie das nicht dreckig! Gehen Sie einfach weg! Hol mal wer mal dein Pins! Nein, Sie machen das besser allein! Jetzt habe ich nicht geguckt, was das für eine blöde Map oder sonst was war. Das ist doof gewesen. Das war wirklich doof. Schätzungsweise war es aber einer von diesen hier und das ist auch korrekt. Es war ein Einhorn. Einhorn, ja. Ein scheues Tierwesen, das den Kontakt zu Menschen meidet und eher eine Hexe als einen Zauberer näher treten lässt. Auf Zauber reagiert es äußerst schreckhaft. Sein Blut besitzt starke magische Fähigkeiten oder Eigenschaften. Das ist korrekt. Unser guter Freund Lord Tom Schliedel, Lord Voldemort, wie man ihn auch immer nennen will, sie treffen alle gut zu, diesen Namen, hat damit sich mal am Leben gesogen. Und zwar letztendlich doch sehr pervers verwandt mit der Methode, wie Kleinkinder sich primär ernähren. Boah, da ist die Maus manchmal träge. Das darf aber so nicht sein. Die war viel zu teuer, um jetzt träge zu werden nach 20 Jahren. So. Alohomora. Ja, das macht richtig Sinn. Danke dafür. Da können wir noch rein. So, irgendwann müssen wir noch ein frisches Geheimnis finden. Die Frage, wo das ist, verschieben wir allerdings auf später und gehen erstmal in den Bauchnabel hinein. Oh nein, nicht die. Mittlerweile hasse ich die wirklich. Diese behinderten Bonbonwerfer. Ich habe auch schon jeden Witz über euch gemacht.
den man machen konnte. Und es ist immer noch nicht besser geworden. Und mir wurden auch keine Antworten geliefert auf meine biologischen Hinterfragungen. Schämen solltet ihr euch. Ihr seid eine nutzlose... Oh, Kackrasse. Wegen euch ist die Milch teuer. Weil niemand mehr Milchprodukte kaufen muss. Süßigkeiten, die auf Milchprodukten basieren. Weil ihr alles viel günstiger macht. Sollt ihr euch was schämen? Und von eurer eigenen Medizin kosten. Und aufgrund dessen hau ich jetzt euren Kessel um. Das reicht mir. Ich muss mal ein Statement setzen. Einen Zweikampf machen. Ja, wenn das der ganze Raum ist. Aha, hab ich's mir noch gedacht. Ich wollte gerade sagen, das kann es nicht gewesen sein. Zumal man die hier auch nochmal doppelt kotzen lassen kann. Sag mal, was ist denn das für Fahnen? In diese Fahne nähen wir 100 Bertiebots Bohnen ein. Au ja, das ist eine gute Idee. Und wo stellen wir sie hin? Ja, da, wo sie keiner finden kann. Oh, das ist super. Fänden die denn nicht schlecht? Ach, was? Das ist ein Geheimnis gewesen? Das war doch wohl... Schlechter Witz. Okay. Wir haben jetzt noch den Manticore. Dieses seltene und gefährliche Tierwesen summt leise, während es seine Beute verschlingt. Sein Stich führt zum sofortigen Tod. Sehr sympathische Tierwesen, die Zauberer sich da angelacht haben. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass das, abgesehen von Einhörnern, haben wir Otto-Normalverbraucher alle coolen Tiere bekommen. Und die haben die ganzen gefährlichen, die dich nur auffressen wollen. Überlegt selbst, in welcher Welt ihr leben wollt. Manticore. Oder Katze mit Mandelaugen. So, hier sind ein paar Kerzen, aber die... Hey, Harry, hier drüben! Hey, verpiss dich! Nö. Hier ist auch nichts. Bla, gut. Bla, bla. Genau. Bla, bla, bla. Ja, vielen Dank. Hier haben sie sich nicht ganz so viel Mühe gegeben für bla, bla, bla. Aber das ist in Ordnung, das war ja quasi zu erwarten. Es wäre halt super, wenn wir jetzt noch irgendwie auf ein Geheimnis treffen würden. Ich erinnere mich auch noch an irgendeins, was ich glaube ich noch nicht entdeckt habe. Oh ja, der Riesenkraken. Der Schrecken alter Seeleute und der Schüler in Hogwarts. Sollten sie im See planschen wollen. Ach, ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie freundlich diese Schule eigentlich ihr Etablissement gewählt hat. Hier, Schüler, ein Riesenkraken. Mal gucken, wer schneller schwimmen kann. Das ist Bronzeabzeichen der Zaubererwelt. Gut, hier kommen wir eigentlich ins Stockwerk von Professor Lupin. In dem man aber, meine ich, nicht so wirklich anzaubern konnte. Den haben wir außerdem schon mal seiner Innereien beraubt. Tja. Oder doch, oder nein, oder ja. Plattenspieler geht auch nicht an. Sehr unangenehm. Da ist die Cabaretractum-Aufgabe. Die kann mal schön Cabaretracten, wo sie gerade ist. Ich gehe woanders hin. Die habe ich nämlich echt, also die finde ich zwar noch immer noch am coolsten von all den Aufgaben, die man so kriegt, aber die haben wir halt auch jetzt echt schon zum Erbrechen hinter uns, zumal ja die zweite Abschlussprüfung recht langatmig war. Stockwerk 2, da ist noch ein Lumosa. Gut, den hat man überraschenderweise schon gefunden. Aber was ist denn hier gewesen? Ich gehe nochmal in die Runde rum. Toll! Du bist ein Witzbold. Eventuell ist natürlich nochmal woanders auch noch hier was aufgebaut. Das würde ich jetzt so spontan mal nicht ausschließen. Ja, hat viel gebracht. Hier irgendwas durch Lumos. Ich glaube, hier kann man auch wirklich nicht so viel machen.
Die Wände hatten wir uns ja schon mal genauer angesehen. Lumos. So, und dann hast du noch die Möglichkeit, hier entlang zu laufen. Aber hier ist auch kein Porträt mehr, oder? Habe ich denn schon alle 8 abgegrast? Kann ja nicht sein. Also, das ist, da war noch ein bisschen was mehr. Oh, verdammt, der Timer ist wieder abgelaufen. Wir sind leider im Zeitstress quasi, weil ich will das eigentlich noch ein bisschen mehr schaffen. Das war nicht so viel bisher. Nein, ich bin unzufrieden, und unzufrieden geht es sich am besten in die Werbung. Bis gleich.